Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von der Legion Online mit dem neuen Patch. Starten wir rein in die Runde. Welcome to Nova. Perfekt, wollte ich gerade drauf eingehen. Masken wurden tatsächlich gebufft. Ja. Alle Mercenaries bzw. die Söldner haben fast alle Debuffs gekriegt. Die wurden genervt. Und es gibt einen neuen, der dazugekommen ist, und zwar den Robo. Der macht magischen Schaden. Ist also, ich sag mal, ja, die Turtle ist eben eher Tank und der macht eher den magischen Schaden. Kostet auch 40, das heißt ungefähr gleich. So, also schaue ich erstmal, was wir so Schönes haben. Gargoyle ist gut, magischer Schaden haben wir auf jeden Fall genug. Was machen wir denn? Die Tore sind nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme die Tore mit rein. Ja, geh mir mal nicht auf den Keks hier. Entspann dich. Ich muss mir meine Zeit lassen hier. Holy shit. Okay, er hat Auszahlung genommen, also hat er mehr Geld für den Anfang. Das heißt, die ersten paar Runden werde ich nicht gut durchkommen. Also bleib mal einfach auf King-Aufwertung für die erste Zeit, bevor es dann vorangeht. Der hat schon geleakt, was hat er hingestellt? Jünger. Na gut. Ja, aber das ist so aktuell die neue Herangehensweise. Mercenaries wurden so ein bisschen genervt. Das heißt, man muss noch genauer gucken, was schickt man eigentlich dem Gegner, was macht Sinn. Und ja. Prinzipiell, es gibt neue Spielmodis, die sind dazu gekommen im 4 gegen 4 Modus. Das schaue ich mir dann auch nochmal an, auf jeden Fall. Gibt es neue Elemente, die mit reingekommen sind. Ja, und ansonsten geht es einfach erstmal hier weiter Richtung Gold, damit ich wieder auf Gold komme. So, Gargoyle stelle ich mit hin. Reicht vollkommen aus, um die Welle abzuwehren. Hat gerade mal zwei Worker. Hat relativ schnell die Angler aufgewertet. Na gut, schauen wir uns das Ganze einfach mal an, wie sich so auf das neue Update die Spielmechaniken aufbauen, was sich da so verändert hat. Ja, die machen halt magischen Schaden, na? Die ganzen Kopien. Wahrscheinlich mal probieren, auf der 6 was zu schicken. Aber mir fehlt eine Piepe für die Maske. Aber die sollten das auch so halten. Ja, ich habe gute Tanks. Gargoyle und den Ochsen. Goldwerfer habe ich noch. Gibt mir später ein bisschen mehr. Aber jetzt sollen wir erstmal ganz gut durchkommen. Den Harpier hat er damit reingebaut. So, ich sammle die Runde mal noch und werde dann auf 6 was schicken. Und gucken, ob wir durchkommen. Er baut ja übelst viel und keine Worker. Sollen wir ein paar Worker bauen? Hat gerade mal 2.
So, schauen wir mal. Okay, er hat die aufgewertet. Die Aufprall. Blut ist sicherlich nicht schlecht. Da werde ich einfach mal hier noch so einen Goldwerfer hinbauen. Ich kann auf die andere Seite noch mal so einen Gargoyle hinstellen. Ich schick mal so einen Robo mit. Erstens, um zu sehen, was der so kann. 25 Schaden. Was auf jeden Fall mehr Schaden als als die Turtle. Okay, der ist gut weg, bevor er überhaupt seine Klone holen konnte. Und da habe ich den Robo jetzt, der die Harpier kalt macht. Das war sehr gut. Ich block auf jeden Fall, gar kein Problem. Hier hängt irgendwas, oder? Seltsam. So, die Harpie ist auch weg. Der Junge kackt ab. Da gehen wir auch schon mal an den König ran. Das ist wirklich sehr gut. Da hat er wirklich ordentlich eingebüßt. Ach so, stimmt. Habe ich gar nicht erzählt. Der König wurde auch ein bisschen verändert. Und zwar sieht es jetzt so aus, dass der... dass die der Angriff-Zauber, also wenn man hier den Angriff erhöht, der wurde gebufft, also der ist ein bisschen stärker und dafür ist das Aufwerten des Zaubers etwas niedriger. Dass er nicht mehr so viel Flächendamage machen kann. So, schon mal einen Worker noch. Wir hatten den Wanderer dazu gepackt. Ah, ich bin gut dabei. Auf jeden Fall gut dabei. Auch schon gut Mana gesammelt für seinen Angler. So, weiter Worker holen und dann schicke ich wahrscheinlich auf der 10. Wird ja am meisten Sinn machen. Da kann seine Seraphin gar nichts. Die anderen beiden kacken schnell ab, weil sie die verstärkte Verteidigung haben. Ja, höchstens die Harpie halt vielleicht ein bisschen länger. Wartet auch weiter den König auf. Ratten! Da sind Ratten, ich hab's genau gesehen. So, jetzt sammle ich, damit ich auf der 10 was schicken kann. Wahrscheinlich Kanonenschützin, macht am meisten Sinn. Dann wahrscheinlich eisige Berührung auf die Maske. Okay, den Dachs hat er noch hingestellt. Ja, der kackt auch bei Aufprall ab. Das heißt, Kanonenschütze geht rein. Drüben sieht es auch ganz gut aus. Wow, ja und? Eine Schnecke.
So, ich werde den mal aufwerten. Setz hier mal noch einen hin. Dann habe ich schon mal ein paar da. Ich kriege 60 noch zusammen. Ja, Magie wäre nicht schlecht, ne? Dann schicken wir doch einfach noch so einen Robo mit rein. Warum nicht? Dadurch, dass der Fernkämpfer ist, ist es super. Hier hat nur aufgewertet. Hat seinen Wanderer verbessert. Okay, diesmal hält er. Schade. Ich habe aber auch gehalten. Hier leider nicht. Und da ist mein Goldwerfer Zwergenbanker abgekackt. Na gut. In dem eisigen Berührung packe ich auf die Maske. Jetzt muss ich ein bisschen Magieschaden bauen. Das bedeutet, ich werde wahrscheinlich erstmal hier den Ninja verbessern. Und werde hier drüben mal noch einen Gargoyle hinpacken. Ja, noch eine Maske will ich eigentlich nicht bauen. Nee. Nee, machen wir nicht. Ich liege zwar ein bisschen zurück, was den Wert angeht, aber das sollte trotzdem funktionieren. Der magische Schaden ist auf jeden Fall da. Ja, gar kein Ding. Hat er ganz schön reingekackt. Er hat übelst viel durchgelassen. Wie soll ich das denn abwehren? Wie hat er denn geschickt bekommen? Nur den Hermit. So ein Blödsinn. So. Für den hätte ich noch 10 gebraucht, das heißt, ich stelle einfach 9 hin. Nochmal auf die andere Seite. Werte ich hier meine schöne Maske auf. Und dann rolle ich mal. So, die beiden kann ich erstmal rausnehmen. Fürst des Todes mit rein. Den Wanderer vielleicht noch mitnehmen. Stichschaden habe ich hier genug. Fürs Erste. Und ich nehme die Seeschlange noch mit. Den Banker rausnehme, Seeschlange erstmal noch mit reinpacke. Das denke ich mal auch nicht verkehrt. Wie sieht's hier aus? Okay, hat ihm auch die eisige Berührung gegeben. Okay, hat seinen ersten Kingpin. Hat aber trotzdem verkackt. Okay. So, im besten Fall werte ich jetzt ihn schon mal auf. Und dann stelle ich hier einfach so eine Seeschlange noch mit hin. Und schick den Hermit. 90 komme ich noch. Das klingt gut. Ja. Und nur habe ich gesehen. Ich weiß nicht, was er von mir will. Holy shit. Will er jetzt dafür gelobt werden?
Okay. Ich bin durch. Ich gebe hier noch mein Bestes. Aber da war ganz schön knapp. Ich schaffe nicht alle. Ich schaffe wahrscheinlich nicht alle. Nee. Aber dem habe ich ordentlich gegeben. Kann ich mal zwei Worker noch holen. Da gibt's auf die Fresse. So. Ich könnte so einen Turm mal hinstellen. Das macht Sinn. Hol ich noch Worker dazu. Ob es was bringt, wenn ich das Tor hier hinter ihnen stelle? Haben die dann auch verstärkte Verteidigung? Müsste man mal rausfinden. Ich gehe mal nicht auf die 15, sondern lieber auf die 16, weil Aufprallschaden bei mir mehr Sinn macht. Wenn ich ihm das schicke. Er verkackt einfach trotzdem. Er liegt einfach übelst weit zurück. So ist das, wenn man am Anfang viel baut und keine Worker holt. Dann hinkt man irgendwann hinterher. Wahrscheinlich so. Der macht aber auch was er will, ne? Ich habe ihm gesagt, ich will auf 16 schicken. Nö. Wird jetzt geschickt. Ja, kommen die 500. Ich werde auf jeden Fall erstmal die klassische Dreieinigkeit schicken. Jawohl, eingefroren. Ja, mehr konnte ich dann auch nicht mehr machen. Was könnten wir noch schicken? Ja, es macht einfach am meisten Sinn, auf Aufprall und Stich zu gehen. Wenn ich überlebe. Holy shit. Ist das eine knappe Kiste? Not enough gold. Yes, my lord. Ist das eine knappe Kiste? Okay, dafür kriegt er aber jetzt ordentlich auf die Fresse von mir. Ah, 59. Krieg ich noch die 60 zusammen? Komm schon. Nee. Dann gibt's eine Echse. Okay. Ich könnte wahrscheinlich das Game noch gewinnen, wenn ich jetzt dafür sorge, dass wir nicht mehr verkacken. Das heißt, unheimlich viel bauen, weil er verkackt ja immer.
Dann kann ich vielleicht noch was rausholen. Auf jeden Fall jetzt fett was bauen. Oh, das war's. Defeat. Gab sogar einen Erfolg. Verlieren, nachdem du nichts erhalten hast. Ach du Scheiße. Also, der war auch einfach nur Kacke. Mein Teammate. Das kann man nicht anders erklären. Ja. Gut, es war eine weitere Legion. Schaut euch gerne auch die anderen Videos an. Nee, du kriegst keinen Daumen hoch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.